Wie gehe ich mit dem Heiligen Geist um? Hesekiel 36, Vers 27. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir können uns nicht selbst bekehren. Nicht wir haben Gott erwählt, wie auch, sondern Gott hat uns erwählt. Johannes 15, 16. Wenn wir darüber nachdenken, sollte uns bewusst werden, dass der Glaube darauf aufgebaut ist, dass wir in erster Linie und in allen Dingen unsere Abhängigkeit zu Gott begreifen müssen. Und auch unsere Erwählung ist kein Grund zum eigenen Ruhm. Das, was töricht, verachtet, gering und nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. 1. Korinther 1, 27. Und wenn wir gläubig sind, dann betrifft uns das. Erkennen wir uns darin? Ist es manchmal nicht leider sogar so, dass Christen sich untereinander gering achten? Umso mehr sieht die gottesfeindliche Welt die Gläubigen als verachtenswert an. Bei Gott sind diejenigen willkommen, die ein zerschlagenes Herz und einen demütigen Geist haben. Jesaja 57, 15. Und warum ist das so? Damit das, was etwas ist, von Gott zunichte gemacht wird. Ohne Gott ist alles nichts. Jesus sagte in Johannes 15, 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagte dies zu den Gläubigen, also zu denen, die seine Worte in ihrem Herzen bewegten, jene, die berufen waren vor Grundlegung der Welt. Johannes 17, 24. Diese Erwählung hat Konsequenzen für unser ganzes Leben. Nichts passiert einfach nur so. Alles hat eine Bedeutung. Und das nie zu unserem Nachteil, wenn wir an Gott glauben. Das Ziel ist, uns näher zu Jesus zu ziehen und zu lernen, was es heißt, Gott zu vertrauen. In allen Dingen. Jesus war konsequent. Sowohl was sein Leben auf Erden betraf, als auch was die Voraussetzungen für seine Nachfolger zum Dienst und zur Verkündigung seines Evangeliums betreffen sollte. Er hat nichts dem Zufall überlassen, denn in Gottes Welt gibt es keine Zufälligkeiten. Gott sendet keine untauglichen, eigenmächtigen, selbstherrlichen oder eingebildeten Menschen als Arbeiter in die Ernte. Matthäus 9, 37. Und wenn wir so etwas an uns erkennen, wer nicht, dann werden wir entsprechend auch von Gott erzogen und zurechtgebracht und ausgerüstet und letztlich dann tatsächlich zu Arbeitern in der Ernte, weil Gott das so möchte und uns auch trotz all unserer Schwachheiten genau dazu setzen will, dich und mich. Niemand hat geistliche Vollmachten und Kompetenzen, die vor Gott zählen, wenn Gott nicht dahinter steht. Wer das trotzdem behauptet, muss es auch beweisen, und wir müssen und können das alles auch immer prüfen anhand der Schrift 1. Johannes 4, 1. Das bedeutet nun nicht, dass Christen nahezu perfekt sein müssen. Das sind wir nicht und das müssen wir auch nicht sein. Aber man sollte schon mit seinen Gaben, Aufgaben und seiner Verantwortung im Sinne Gottes wachsen. 2. Petrus 3, 18. Wer kann Sünden vergeben? Schon die Pharisäer waren entsetzt darüber, dass dieser Sohn eines Zimmermanns trotz Zeichen und Wundern einfach Sünden vergibt. Matthäus 9, 2 und 3. Wir wissen es heute besser und kennen die Vollmacht Jesu Christi. Als gläubige, geistlich von neuem geborenen Menschen, die ihr Heil und ihren Segen allein im biblischen Evangelium finden durften, ist es zur Aufgabe geworden. Das heißt, sie haben die göttliche Berechtigung, als Versöhner und Sündenvergeber an Christi statt den unerlösten Menschen das Heil zuzusagen, sofern sie daran glauben wollen. 2. Korinther 5, 20. Es ist die Wahrheit im Geiste, die Menschen zu Kindern Gottes macht und nicht die Willkür oder Politik der Frommen oder Religiösen.
Wer sich anmaßt, die Erlösung nur häppchenweise anzubieten unter gewissen Voraussetzungen oder sogar verweigert, wird sich vor Gott dafür verantworten müssen, sei er, wer er wolle. Ich denke hier an die Praktiken der Kirche im Mittelalter. Wer aus dem Glauben ein Geschäft macht, der hat seinen Lohn schon gehabt und wird den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Wem bleiben die Sünden? Dem, der die Vergebung seiner Sünden nicht anerkennt und ablehnt, derjenige, der die Überbringer und Gläubigen des Evangeliums verachtet. Wer im Heiligen Geist das Evangelium weitersagt, ist für den Hörenden wie Jesus, Lukas 10,16. Niemand kann etwas vergeben bekommen, was er seiner Meinung nach nicht hat, Sünden, und auch nicht nötig hat, Vergebung. Die Jünger hatten folgende Voraussetzungen erfüllt. Sie hatten den Frieden Jesu, einen klaren Auftrag und den Heiligen Geist, und sie waren sich dessen bewusst. Gott gibt niemandem heimlich seinen Segen oder bestimmte Gaben oder Vollmachten, sondern immer so, dass man es weiß, erkennt und anerkennt, auch gegenseitig. Das kann unter Umständen auch einmal länger dauern, wie zum Beispiel das Leben des Paulus, vormals Saulus, deutlich zeigt. Die Kraft zur Tat bleibt unsichtbar, aber nicht die Tat. In Römer 8,14 heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Jesus selbst bringt es auf den Punkt, wenn er uns in Johannes 15,16 mitteilt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Woran erkennt man, ob jemand den Geist Gottes hat? Ich würde sagen, nicht zuletzt durch Kraft, durch Liebe und auch durch Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7. Diese kindliche, furchtlose Liebe sind einem Erwählten gegeben worden, wie Paulus auch an anderen Stellen des Neuen Testamentes immer wieder betont. Römer 8,15, Galater 4,5. In Matthäus Kapitel 12, Verse 31 bis 32 steht nun: Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschen, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Lästerung des Geistes ist Unglauben und Ablehnung in einer unmissverständlichen dämonischen Art und Weise. Ein Mann wie Paulus, ein hoch angesehener Theologe und Pharisäer, ein Eiferer und ehemaliger Verfolger der Kinder Gottes, Apostelgeschichte 22, 3 bis 4, sagte rückblickend von sich selbst, ein Lästerer gewesen zu sein. Allerdings aus Unglauben und aus Unwissenheit heraus. 1. Timotheus 1, 12 bis 13. Also keine Lästerung des Heiligen Geistes, wie es in Markus 3, 28 bis 30 beschrieben ist. Dennoch können wir daran erkennen, dass viel theoretisches Wissen einen Menschen noch lange nicht zum Gläubigen im Sinne Gottes macht. Ebenso wenig, wenn jemand viel arbeitet und aktiv ist für die Sache seines Glaubens und was er damit verbindet oder meint, damit zu verbinden. Christ wird man durch Jesus Christus. Das hat Paulus unmittelbar während seiner Reise nach Damaskus erlebt und es veränderte sein Leben von Grund auf. Apostelgeschichte 22, 8. Was macht der Heilige Geist? Er heiligt Menschen. Römer 1,4. Er überführt sozusagen den Sünder und stellt ihm die Gnade im Evangelium deutlich vor Augen. Wie wir mit dem Geist in uns umgehen, wenn wir ihn bekommen haben, ist eine wichtige Frage. Es ist leider auch möglich, den Geist zu dämpfen oder auch zu betrüben. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, 16 bis 22 steht: Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt.
Gott gibt den Geist um all dies, fröhlich sein, beten, prüfen, dankbar sein, Gutes behalten, Gottes Reden wahrnehmen und vieles mehr zu tun. Davon sollten wir stets Gebrauch machen. Wir leben nicht für uns selbst. Vorherbestimmung bedeutet keinesfalls Tatenlosigkeit und Gleichgültigkeit, sondern vor allem gläubige Dankbarkeit, die sich in Gehorsam und Hingabe äußern sollte. Gott will nicht weniger als dein ganzes Herz. Ist dies auch unser Wunsch, dann macht Gott uns zu Leuten, die in seinen Geboten wandeln und nach seinen Rechten und Maßstäben sich ausstrecken, jeden Tag. Der willige Geist, den Gott uns schenkt durch Jesus Christus, an den wir glauben, der bewirkt dies. Was Gott sich von seinen Kindern wünscht, sind keine Anstrengungen, unserem Glauben Leben einzuhauchen oder unserem Leben Glauben einzuhauchen, sondern an Gott in Person zu glauben, zu vertrauen, dem, der Wollen und Vollbringen schenkt. Philipper 2, 13. Nicht die Gabe des Glaubens ist entscheidend, sondern der Geber. Was mir der Geist Gottes offenbart in Jesus Christus, das ist letztlich das, worauf es ankommt. Ist unser Herz darauf gerichtet, wird uns alles andere zufallen. Matthäus 6, 33. Es ist das Gesetz der Liebe, was uns vorantreiben soll, und das wird dann auch unser Herz zum Glauben bringen, jeden neuen Tag. Der Schlüssel dazu ist Demut und Respekt vor Gott. Wenn wir uns selbst für fähig, für klug, für liebenswert halten und uns von allem und jedem respektiert fühlen müssen, dann mangelt es uns an Demut und Einsicht. Wenn wir als Christen glaubenderweise aufgeblasen sind, dann haben wir einen fleischlichen Sinn. In Kolosser Kapitel 2, Verse 18 und 19 steht: Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Der kindliche Glaube an den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist das Wichtigste und allein und uneingeschränkt das, was wir in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, sehen dürfen. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben hingegeben zur Vergebung der Sünden und er ist zu unserer Rechtfertigung von den Toten auferstanden. In Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 3 lesen wir: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. In diesem Sinne, Gott segne, behüte, bewahre euch, er stärke euch am inneren Menschen und sei euch nahe. Amen.